Ja-Sagerinnen und Ja-Sager. Guten Abend, ihr lieben Menschen, die ihr alle vor allen Dingen einem verpflichtet seid, der Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Und das ist unsere Stärke, mit der wir unsere Botschaft oben bleiben und Ja zum Ausstieg ins Land hinaustragen werden. Die Bauarbeiten am Grundwassermanagement sind vorerst und hoffentlich dauerhaft gestoppt. Und dadurch, dass die Staatsanwaltschaft Strafbefehl erlassen hat gegen drei Mitarbeiter, ist dokumentiert, was die Bahn immer geleugnet hatte: die Baumfällungen waren nicht rechtmäßig und die Politik hat die Polizei zum Schutz dieser Baumfällungen unrechtmäßigerweise instrumentalisiert. Und wir werden wir werden nicht nachlassen, dem ständigen Rechtsbruch, den die Bahn und verschiedene andere Behörden und Ämter begehen, um den Bau von Stuttgart 21 gegen alle Widerstände durchzudrücken, zu hinterfragen, anzugehen, und werden nicht nachlassen, dagegen anzugehen und uns zu unserem Recht zu verhelfen. Laufen gekommen. Auch wenn wir am Anfang einige Stolpersteine zu bewältigen hatten, weil wir eben keine Millionen Unterstützung haben von zum Beispiel dem Regionalverband Stuttgart oder von schweren Geldgebern aus der Industrie. Mit unseren bescheidenen Mitteln haben wir es mittlerweile erreicht, dass sich von ursprünglich 30 Aktionsbündnissen mittlerweile im ganzen Land über 70 Aktionsbündnisse gegründet haben. Aktionsbündnis im Land haben mittlerweile weit über 100 Veranstaltungen bekannt gegeben. Das heißt, wir gehen in einen gigantischen Endspurt über bis zum Tag der Volksabstimmung, an dem wir dafür sorgen werden, dass wir oben bleiben. Plakate sind bereits im Umlauf. Und wir haben viele tausend neue Plakate heute und werden auch morgen geliefert bekommen. Und die Auslieferwagen an den Stellen, wo bisher noch zu wenig Plakate waren, werden ab morgen ausfahren. Und alle diese Aktionsbündnisse und Menschen, die plakatieren wollen, bedienen und mit ausreichend Plakaten versorgen. Sodass überall unser Ja zum Ausstieg, unsere fröhlichen bunten Plakate weithin zu erkennen sind. Danken, die dafür gesorgt haben mit ihren Spenden, dass wir Großflächenplakate im Land aufhängen können. Und wir haben mittlerweile über 1000 Plakate, die wir, über 1000 Spender und Plakate, die wir im Land aufhängen können. Und dafür von hier aus all denen meinen herzlichsten Dank. Weiter zu spenden, damit wir unsere Aktivitäten intensivieren können. Auf unserer Homepage wird jetzt die Karte der Aktionsbündnisse vervollständigt. Wir werden einen kompletten Satz mit Folien veröffentlichen, die sind heute oder morgen zu finden, mit denen jeder Zahlen und Daten ganz kurz und bündig nachlesen kann, eigene Vorträge abhalten kann und vor allen Dingen fit ist an Infoständen, um dort das Land zu überschwemmen mit unseren guten Argumenten, mit unseren guten Gründen für das Ja zum Ausstieg und für unsere Botschaft oben bleiben. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, bleiben wir bei unseren Sachargumenten, bleiben wir bei unseren guten Gründen für den Ausstieg. Wir haben es nicht nötig, irgendwelche Plakate zu zerstören. Wir haben es auch nicht nötig, den Gegner mit unflätigen und
unsäglichen Ausdrücken bloßzustellen. Wir überzeugen mit unseren Argumenten. Das ist unsere Stärke. Und bei dieser Stärke bleiben wir bei Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und guten Gründen. Und als Letztes vertrauen wir darauf, dass die Lügen und dass die Tricksereien der Gegner, so wie es heute passiert ist, durch die Veröffentlichungen der wahren Kosten und der Manipulationen durch die Regierung, von den Landtagsabgeordneten und der Öffentlichkeit, sie entblößen sich selbst, sie entblöden sich selbst, und deshalb wird uns das mit zum Erfolg führen. Umbleiben.